Hallo liebe Fußballfreunde, was ist eigentlich im Fußball eine falsche 9? Von einer falschen 9 spricht man, wenn ein Spieler, der nominell als einzige Spitze spielt, sich während des Spiels zurückfallen lässt, um Überzahl im Mittelfeld zu schaffen, beziehungsweise um eine Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff herzustellen. In unserem Beispiel würde das so ausschauen. Sagen wir mal, die rote Mannschaft spielt in einem 4-4-2 flach, die blaue Mannschaft in einem 4-3-3, dann hätten wir hier unseren Stürmer. Und sobald er sich ins Mittelfeld zurückfallen lässt, haben wir schon unsere falsche 9. Was sind jetzt die Vor- und Nachteile, wenn er das tut? Erstens einmal, wenn er sich da reinfallen lässt und der Innenverteidiger entschließt sich nicht mitzugehen, dann ist der erste Vorteil, wie gesagt, dass wir eine Überzahl im Mittelfeld schaffen. Und das ist wiederum gut, um das Spiel im Ballbesitz besser kontrollieren zu können. Zweitens ist es ein Vorteil, wenn dieser Spieler dann angespielt wird, zum Beispiel vom Sechser, kann er sich dann aufdrehen und kann dann Druck auf die gegnerische Abwehrkette erzeugen und dann kann es sehr gefährlich werden für den Gegner. Ein weiterer Vorteil ist, wenn die Innenverteidiger nicht mit rauskommen, dann ist es so, was die Psyche angeht, dass es gar nicht einmal so einfach ist, wenn die Innenverteidiger hier die Linie halten, aber sie haben keinen unmittelbaren Gegenspieler, den sie decken müssen. Und das ist natürlich auch ein psychologischer Nachteil. Wie schaut das Ganze aus, wenn der Innenverteidiger sich jetzt entschließen sollte, dass er mit dem Stürmer mitgeht, das heißt, dass er rausverteidigt? Was passiert dann? Dann entstehen natürlich Lücken und Räume in der Verteidigung. In dem Fall wäre das dann hier der Raum hinter diesen Innenverteidiger. Und den könnte man dann bespielen und das kann dann natürlich für den Gegner sehr gefährlich werden. Wie könnte man das bespielen? Zum Beispiel der Sechser, unser Sechser hat hier den Ball, spielt den Stürmer an. Dieser Stürmer lässt zum Beispiel gleich klatschen auf unseren Achter und dann könnte unser zweiter Achter hier diesen Laufweg machen und dann könnte er genau dieser Raum, der offen geworden ist, kann er ihn dann natürlich bespielen. Das kann aber nicht nur der Achter sein, es könnte zum Beispiel auch dieser äußere Mittelfeldspieler sein. Wieder spielen, klatschen und dann könnte er entlang der Abseitslinie laufen und dann hier in diesen Raum kommen. Wie man das bespielt, da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Varianten, wie man diesen Raum bespielen kann. Aber wie gesagt, wenn der Innenverteidiger hier sich entschließen sollte, nach vorne zu verteidigen, dann entsteht natürlich dieser Raum und der kann dann wirklich gefährlich werden für die Gegner. Das ist im Fußball die falsche 9.